Das ist Lena von Gödecke, die Jüngste in der Ausstellung. Sie hat gerade den DEW 21 Kunstpreis in Dortmund verliehen bekommen, wird nächstes Jahr dort eine große Ausstellung im Dortmunder U haben. Sie ist mir aufgefallen erst Anfang des Jahres durch Arbeiten, die sie mit der alten Technik des Scherenschnitts anfertigt. Genauso wie eben diese beiden Arbeiten, diese sehr stillen Arbeiten, die sie Certificates nennt, also eine Werkgruppe, die sich in Bezug zur digitalen Datenverarbeitung bewegt. Der Bezug Certificate ist ja unser Fingerabdruck, beispielsweise in unserer Online-Aktivität. Wir entsperren die Touchscreens damit. Der Touchscreen an sich gehört in die virtuelle Welt, aber auch die Fingerabdrücke in der Kriminologie lassen doch nehmen. Mit Scherenschnitten arbeitet sie ganze Gemälde, die vor der Wand montiert werden, aus verschiedenen Materialien. Nicht nur mit Papier, sondern sie arbeitet auch mit Folien, mit Reflektorfolien, sodass da so richtige dreidimensionale